Wenn wir erst über Menstruation sprechen, wenn sie beginnt, dann ist es zu spät. Tampon Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tampon Talk. Heute sprechen wir über Aufklärung. Zu Gast Magdalena von Sexologisch. Magdalena, wann sprechen Menschen zum ersten Mal über die roten Wochen? Du meinst die Menstruation oder Tage oder Co. Meistens sprechen sie viel, viel zu spät darüber. Einfach auch, weil ganz viele Erwachsene da ein Riesenthema haben, darüber zu sprechen. Obwohl ja die meisten Menschen so zwischen 9 bis 16 Jahren zu menstruieren beginnen. Und da gibt es immer wieder welche, die quasi die Periode kriegen, ohne jemals etwas darüber gehört zu haben. Und ich erlebe das wirklich nicht so selten, dass dann Kinder da sind, die glauben, dass sie irgendwie eine ganz krasse Krankheit haben, an der sie sterben werden, weil ihnen niemand gesagt hat, hey, irgendwann in der Pubertät beginnt dein Körper dann zu bluten. Und das ist keine Wunde irgendwie so wie eine Schnitt- oder Schürfwunde, sondern es ist ein ganz normaler körperlicher Vorgang. Ab wann ergibt es denn Sinn, mit Kindern über die Menstruation zu sprechen? Je normaler diese Dinge sind, umso weniger spektakulär werden sie. Und gerade wenn Kinder von sich aus diese Fragen stellen oder Sachen mitbekommen, dann finde ich, sind sie auch alt genug für eine Antwort. Das Ding ist aber, dass wir ganz häufig, wenn dann Fragen von Kindern kommen, schnell mal antworten, ah, das musst du noch gar nicht wissen, dafür bist du noch zu klein, ah, das fragst am besten den Papa oder dann umgekehrt und dann wird man herumgeschickt. Und wenn man das häufig so kriegt, quasi keine Antwort, dann lernt man auch, okay, über das Thema kann ich zu Hause keine Fragen stellen und dann hole ich mir meine Antworten woanders, im doofsten Fall online auf unseriösen Plattformen. Was sollten junge Menschen auf jeden Fall vor der ersten Menstruation wissen? Ich glaube, tatsächlich wäre es gut, so wie lange dauert die Menstruation, sowas zu wissen und auch, dass das Menstruationsblut nicht immer knallrot ist, sondern dass das zum Beispiel am Anfang und am Ende hin auch dunkler sein kann oder fast so ein bisschen bräunlich-schwarzlich. Warum? Dass das nichts Ekelhaftes ist, sondern dass das einfach das Blut oxidiert und deswegen fließt es dann, also weil es langsamer fließt und so, dass es aber komplett normal ist und dass sie ungefähr so zwischen 3 bis maximal 7 Tagen dauert. Wenn sie länger dauert, sollte man sich auch Unterstützung holen. Genau, solche Infos wären, glaube ich, ganz gut. Gibt es da dann irgendwelche Vorurteile, die dir so in deiner Arbeit als Sexualpädagogin begegnet sind? Boah, ich höre immer wieder von SchülerInnen, ja, das sind ja Windeln bei Binden. Ich sage, nein, das ist nicht für den Urin, das kommt aus einer anderen Körperöffnung. Da kann man schon wieder über anatomisches Wissen sprechen, nämlich sehe, Harnröhrenöffnung ist ein bisschen weiter oben, drunter Vaginalöffnung oder Vaginal. Ja genau, Vaginalöffnung und drunter Anus, so, das sind getrennte Körperöffnungen, das hat nichts mit sich anpinkeln zu tun. Auch der Riesenmythos, das ist so wie wenn man einen Wasserhahn aufdreht und das fließt dann quasi permanent so, nein, und das tropft auch nicht permanent, sondern wie viel Blut ist das eigentlich? Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würde man richtig auslaufen, dass das eigentlich so zwischen 40 bis 120 Milliliter sind, auf alle Menstruationstage zusammengerechnet. Das ist also so viel wie so eine Kaffeetasse. Gibt es noch mehr Vorurteile, die dir so begegnen? Ich glaube auch, dass es was Unhygienisches ist oder was Ekelhaftes. Beziehungsweise auch, dass Menstruationsblut stinkt, wo ich immer sage, okay, Blut hat einfach auch so einen leichten Eisengeruch. Das ist alles ganz normal. Auch so eine Angstding ist, können Hunde das riechen? Beziehungsweise wenn ich baden gehe im Meer und menstruiere, muss ich dann Angst haben vor einer Haiattacke. Okay, nein, musst du nicht. Alles ist safe. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob Hunde das riechen können. Man hat manchmal auch den Eindruck, und selbst wenn, alles ist gut. Und was ich auch immer mache, es ist nicht schlimm, wenn mal was daneben geht. So. Weil das ist, glaube ich, die größte Angst überhaupt, einen Fleck an der Hose zu haben oder so. Und ich sage dann immer, hey, das kann passieren. Das passiert auch manchmal erwachsenen Frauen oder so, die schon länger menstruieren einfach. Es kann einfach passieren und dann ist super, wenn man dann nicht ausgelacht wird, sondern man kann sich zum Beispiel eine extra Leggings in den Sportbeutel packen oder so, damit man irgendwie nicht ganz so lost ist in der Schule. Warum ist es denn wichtig, auch mit nicht menstruierenden Menschen über Menstruation zu sprechen? Weil eben meistens nur diese Mythen im Kopf sind, weil die auch meistens von diesen Informationen ausgeschlossen wurden, weil man früher ganz oft gesagt hat, wir machen mit den Jungs Aufklärung und mit den Mädels Aufklärung, die müssen unterschiedliche Dinge wissen und das Wissen wird aber dann nicht zusammengetragen. Ich mache das manchmal auch so, dass ich Gruppen trenne, weil ich das Gefühl habe, manchmal ist es ein safer Space.
Aber nicht immer. Und wenn ich das mache in getrennten Gruppen, finde ich es wichtig, dass alle die Infos kriegen. Die Mädels sollen genauso darüber Bescheid wissen, wie funktioniert ein Penis, wo werden Samen produziert, wie ist das mit Samenerguss und Co. Und die Jungs genauso Menstruation. Und die kriegen es ja auch mit. Wenn ich da Menstruationsprodukte in den Klassen zeige, dann sagen sie oft, ja voll, das ist eh, meine Mama hat das zu Hause, die benutzt das oder jenes oder so. Sie kriegen ja so viele Dinge mit. Und darum finde ich es so wichtig, auch dieses Verständnis füreinander zu haben. Eigentlich wird damit Empathie gefördert. Und auch diese Vorurteile, das ist was Ekelhaftes oder manchmal halt auch patriarchal strukturell geprägtes, man darf dann Frauen nicht angreifen, die menstruieren, weil sie dann unrein sind oder so. Da muss man furchtbar aufpassen, da einfach auch ein anderes Bild zu gestalten, dass das ein normaler körperlicher Vorgang ist. Und um ein Kind zu zitieren, das ist doch das Normalste auf der Welt, ohne das gäbe es uns ja alle gar nicht. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Was sind denn deine Forderungen zum Thema Menstruation? Ich finde es wichtig, dass auf allen öffentlichen Orten kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen. Ich finde es toll, wenn sie nicht extra besteuert werden würden. Ja, mein Traum wäre ja, dass es irgendwie gerade für Menschen, die starke Schmerzen haben bei der Menstruation, dass es auch sowas wie Menstruationsurlaub gibt oder so in die Richtung. Das ist halt so individuell. Und dann aber auch, finde ich, nicht von anderen, und das erlebe ich nämlich meistens von anderen Frauen, die dann so unverständnisvoll sind, die dann sagen, also jetzt stellst du dich aber schon an. Ich meine, so ein bisschen Schmerzen, das muss man ja aushalten quasi und tu doch nicht so. Ich finde, Frauen sind untereinander da oft wirklich fies. Das würde ich mir auch wünschen. Das wäre auch so eine Forderung. Können wir bitte einfach dankbar dafür sein, wenn wir nicht so viele Schmerzen haben, wenn wir menstruieren und anderen ihre Schmerzen nicht absprechen, wenn sie die haben. Einfach supportive sein, das wäre meine Utopie. Magdalena, danke für das spannende Gespräch und auch danke für die Aufklärung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Tampon Talk mit dabei. Wieder eine tolle Expertin. Bis dahin.